Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Angst, dass mein Boden anbrennt. Warum mache ich mein Haar eigentlich in meinem Zimmer und nicht im Badezimmer? Ich muss wirklich sagen, dass ich so motivierende Vlogs morgens total gerne gucke, weil ich finde, wenn ich andere Leute sehe, die motiviert sind, die produktiv sind, ihren Tag leben und so weiter, dass es mich selbst auch einfach in eine gute Stimmung bringt. Und ich mag es halt eigentlich gar nicht, morgens Content zu konsumieren, weil ich immer versuche, proaktiv zu sein und nicht reaktiv zu sein auf bestimmte Dinge. Aber wenn ich dann was angucken sollte, oh mein Gott, meine Locken, dann immer so motivierende Vlogs. Und ich hoffe, dass ich für euch auch so eine Inspirations- und Motivationsquelle bin. Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich freue mich super. Ich freue mich super? Ich freue mich super doll. Ich freue mich super doll, dass ihr hier seid. Und es gibt einen weiteren Daily Vlog von mir. Ja, was mache ich heute? Heute ist Schule. Ich habe aber nur zwei Fächer. Ich habe Deutsch und Mathe und dann 3 Stunden Geschichte. Ja. Und danach gehe ich dann zu einer Freundin zum Lernen wahrscheinlich. Vielleicht kommt noch ein anderer Freund. Meine Schwester hat heute auch Geburtstag. Und wir haben heute Morgen gesungen für sie. Vielleicht bin ich nachher noch dabei bei ihrer Geburtstagsparty. Ich glaube aber eher nicht, dass sie mich dabei haben möchte. Ich finde, dass man einfach 100% seinen Tag schon am Abend davor beeinflusst. Ich wollte heute früh aufstehen. Ich hasse es. Ich kann meinen Tag nicht produktiv machen, wenn ich nicht früh aufstehe. Ich bin ein Early Bird und ich bin gestern spät ins Bett gegangen um 23 Uhr. Das ist jetzt nicht so spät, aber das ist schon relativ spät. Und wenn ich nicht um 5 oder 6 oder 7 aufstehe, dann habe ich das Gefühl, der Tag ist gelaufen. Und das ist halt voll dumm, mein Tag ist nicht gelaufen, aber es ist für mich irgendwie so in meinem Kopf. Also es ist jetzt mittlerweile irgendwie 11 und ich habe gerade schon ein Video gedreht, habe es auch gerade schon geschnitten und es lädt gerade hoch. Aber ich mag sowas nicht. Ich möchte immer früh aufstehen und dann morgens produktiv sein. Trotzdem wird heute gearbeitet, weil heute muss gearbeitet werden. Ich habe Deadlines. Das hier ist mein Laptop. Erkennt man, dass es ein Laptop sein soll? Probably. Das hier ist jetzt ein Test. Okay, da muss jetzt was dabei sein. Das ist so ridiculous. So, das war gerade ich, wenn ich für mein Thumbnail pose. Ich schneide jetzt das... Was? Ich schneide das Thumbnail? Nein, nein, nein. Ich bearbeite das Thumbnail und dann muss ich mein Zimmer aufräumen. Ich kann auch nicht lernen, wenn mein Zimmer unaufgeräumt ist. Ich habe, glaube ich, eine Zwangsstörung oder so. Das ist wirklich... Aber ich habe so bestimmte Sachen, die müssen einfach sein. Ich muss mein Zimmer aufräumen und dann kann ich hier gut sitzen und arbeiten. Wenn unordentlich ist, Konzentration weg. Okay, dann muss jetzt was dabei sein. Das ist so ridiculous. Ja. Alter, was ist bei mir los? Wirklich, ich bin so witzig. Meine Schwester und ich gehen jetzt raus Fotos machen. Einfach no joke. Vorbereitung ist so key. Ich halte nächste Woche, einfach schon nächste Woche einen Vortrag über Lateinamerika im 20. Jahrhundert, wo es eben vor allem so um die Diktaturen ging und um die Demokratiebewegungen und so weiter. Und das ist halt so ein großes Thema. Also mein Lehrer meinte so, ja, mach mal einen Vortrag zu dem 20. Jahrhundert in Lateinamerika. Und ich war so, zu dem ganzen Jahrhundert? Ich habe erst angefangen, eine Präsentation auf Canva zu machen, aber ich glaube, ich mache sie doch jetzt eher auf Prezi. Ich habe gerade meinen Nachnamen weggemacht. Also bei dieser Prezi. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Prezi gemacht. Aber wie geil sieht es bitte aus, wenn man das dann so präsentiert. Und dann, guck mal, das ist voll krass. Also ich habe da noch nichts reingemacht. Aber voll crazy. Also die Webseite heißt Prezi. Sieht man's? Und was ich mir dann immer gerne sage, ist, es ist einfach. Das klingt voll dumm, aber ich habe richtig oft das Gefühl, dass ich mir einfach Dinge selbst schwer mache, weil ich immer zu mir sage, es ist schwer. So, ich gehe jetzt zu meinen Eltern und sage, oh, ich muss diesen Vortrag noch machen, das ist so anstrengend, das ist so schwierig. Ich sage zu meiner besten Freundin, gar keinen Bock, diesen Vortrag zu machen, das ist so viel. Und dann rede ich mir selbst einfach ein, dass es schwierig ist. Ist es wahrscheinlich auch. Aber an sich
viele Dinge einfacher, als wir denken. Und wir machen sie uns in unserem Gehirn immer nur größer, als sie eigentlich sind. Und eigentlich ist es einfach. Ich meine, es sind 45 Minuten vorher. Natürlich kriege ich das hin. Ich kriege das safe hin. Ich kriege es auch gut hin. Ich kriege es auch einsmäßig hin. Also 14, 15 Punkte kann ich es auch hinkriegen. Es ist einfach. Wenn wir sagen, dass eine Sache schwer ist, dann wird sie auch schwer. Wenn ich sage, dass es einfach ist, ist es für mich schon mal besser, weil ich auch motiviert bin. Man sieht mein Haarreifen immer nicht, voll schade. Und deswegen, es ist einfach, ich muss noch arbeiten gehen, Leute. Ich muss jetzt noch arbeiten gehen, aber das passt. Ich mache das morgen zu Ende. Ich muss mir noch eine Sprachnachricht anhören von einer Bio-Gruppe. Wir machen in Bio gerade ein Projekt, wo wir ein Ökosystem analysieren müssen. Oh, und da wird gerade in der Gruppe was besprochen. Wollen wir Flo mitnehmen? Ich bin gerade draußen, um unser Ökosystem zu analysieren. Ja, ist das nicht grandios? Ameisen gefunden und ich wollte von den Ameisen ein Foto machen. Aber man kriegt sie nicht rau. Da. So, fertig geduscht. Fertig für den Tag. It's time to go to bed. Hi Leute, ich habe by the way jetzt schon alle meine Klausurnoten bekommen, außer eine, außer Deutsch. Ach, Outfit of the Day, sieht man was? Nö. Und ich mache dann bald auch mein Notenvideo, wenn ich noch meine Deutschklausur wieder bekomme. Naja, mal gucken. Weil Deutsch dauert ja immer mit am längsten, mit den ganzen Korrekturen und so. Aber wenn ich meine Deutschklausur wieder kriege, mache ich dann auch mal mein Notenvideo, wo ich meine Thoughts zu den Noten nochmal sage und alles. Ja, ich möchte jetzt keine Spoiler geben dazu. Das Gute am Frühaufstehen ist, dass ich morgens immer noch die ganzen Hausaufgaben machen kann. Und mir deswegen abends keinen Stress mehr mache. Wenn mir Leute abends schreiben, ja Lara, hast du die Mathe-Hausaufgaben? Nee, aber keine Sorge, ich kann sie ja noch morgens machen. Ach, habe ich ja schon fast angefangen. Das ist ja toll von mir. Ich hoffe, dass euch der kleine Vlog gefallen hat, euch vielleicht ein bisschen inspiriert und motiviert habt. Falls ihr noch mehr Vlogs oder generell Videos mit Tipps sehen wollt, abonniert doch sehr gerne. Hier kommen sehr viele Videos zu diesen Themen online, also zum Thema Schule, gute Noten, Produktivität, Organisation und everything. Ja, habt noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald mal wieder. Adios!